Ja, ich hatte eben tatsächlich den Twitch-Link auf mit der Riecht nach einer Vertrag. Mozartkugel? Nee, danke, ist gerade nicht. Mit der Vertragsunterzeichnung. Ist Und jetzt dann eine ist das Mozartkugel. echt wirklich skriptisches Englisch, Vertragsenglisch. Mit hier, sign hier und das hier und das hier. Und das ist echt, da muss man mal kurz durchlesen. Und deshalb ist der Georg gleich mein Berater. Und Gott ist unser Zeuge. Und dann geht das los. Entschuldigung. Können wir noch einmal kurz Pause machen, oder ist das doof? Nee, wir haben Schon gerade eine wieder? Pause, ne? Dann haben wir eben eine Pause gemacht. Wir haben gerade Pause Ach, gemacht. wir haben gerade Pause gemacht. Ja. Das war eine blöde Idee. Gesabbel, Na, hör mal. Achso, mit der Mozartkugel. Georg, und jetzt, wie findest du das? Gut. Also scheiße. Wie findet denn der Chat das? Die finden das bestimmt super. Oh, es laggt, schreibt der Chat. Was wahrscheinlich Ja, nicht weil stimmt. Lennart was hochlädt. Ja. Aber es passiert gerade nicht so viel. Von daher macht halt nichts. Lennart, hast du eine Sekunde? Oder bist du gerade total im Stress? Ich bin immer im Stress. Kannst du mal kommen, bitte? Was gibt's denn? Ja. Ich müsste nur mal auf Toilette. Setz dich doch mal eben kurz hier Achso, hin. ich dachte, er muss sich wieder hinfahren und abwischen. Hier, kannst du dich hier hinsetzen? Ich hab. Hier, spiel mal kurz weiter. Nein, nicht weiterspielen. Setz dich nur mal hin. Und du machst das Mikrofon aus. Ja. Ja. Es ist aus. Also, wir wollen keine Pause machen, aber Jochen geht raus und setzt Lennart stattdessen hier hin. Schokolade? Lennart? Hört mich gar nicht. Ne? So, ne? Nee, du hast kein Mikrofon. Ich muss das immer weitergeben, was Dann du kann ich ja gesagt jetzt hast. sagen, was ich will. Du kannst sagen, was du willst, ja. Ja. Was ist das? Eine Polizeimütze. Ja. Nee, ich habe gerade Kellertagebuch geschnitten. Läuft. Und du lädst es gerade hoch, deswegen laggt der Stream. Leckt das? Mhm. Schon Beschwerden, Thomas? Ja. Bitte? Achso, du hast auch den Chat. Du siehst das ja. Ja, leckt es, wie wir sehen können. Das Bild friert zwischendurch ein. Lennart sieht aus wie ein Busfahrer. Ah, und wie steuere ich die? Achso. Lädt das noch hoch, Lennart? Es ist, müsste jetzt jeder, könnte jede Minute vorbei sein. Du hast nicht gesagt, jedes. Du hast nicht gesagt, jede Sekunde. Jede Sekunde. Wie lange lädt das denn normalerweise hoch? Ungefähr in Minuten. Also fünf, so sieben. Einen guten Zeitpunkt gewählt, Lennart. Ja, Danke. bitte. Das sieht echt scheiße aus, die Mütze. Ich mache dann mal weiter mit meiner Arbeit. Ich möchte auch gern fertig werden. In diesem Sinne. Mach's gut, Lennart. Jochen, darf ich noch einen Super Games TV Saft? Oh ja, ich auch. Was? Ja? Super Games TV Saft? Ja. Ich bin ja mit dem Fahrrad da. Ah ja, das macht Sinn. Ey, es sind nur noch zwei Super Games TV Säfte da, Lennart. Ein Super Games TV Saft? Ein Super Games TV Saft? Ja, ich bin ja mit dem Fahrrad da. Die hat Lennart alle getrunken. Ich habe zwei getrunken insgesamt. Lennart hat hier jeden Abend gesoffen, ohne Scheiß. Jetzt geht's doch gar nicht, oder? Der hat hier jeden Abend ein Fläschchen Bier getrunken. Saft. Ach, das ist Saft. Super Games Saft. TV Saft. Sollen wir nicht unseren eigenen Energy Drink entwickeln? Ja. Wir könnten auch anfangen, dann so Extremsportler zu sponsoren und Fußballvereine Okay. und Autorennen. Also wenn unser Drink ein Erfolg wird. Was meint ihr? Ja. Leckt es immer noch? Ich habe jetzt den Mittelteil nicht verstanden. Wir können unseren eigenen Energy Drink auf den Markt bringen, habe ich vorgeschlagen. Der heißt dann wie?
Sausebrause. Sausebrause ist gut. Ja. Ich dachte an irgendwas mit Power. So. Powerbrause. Powerbrause. Dosenbrause. Power. Powerbrause für zu Hause. Das ist der Slogan dann, aber wir brauchen noch. Genau. Vielleicht, das ist schon mal die Werbung. Vielleicht können wir auch irgendwie, also Power, haben wir es schon mal, Anglizismus mit drin. Okay, der Leck ist... Vielleicht noch irgendwie einen bestimmten Buchstaben für unseren Energy Drink. B. Die Brause? Ja. Und dann vielleicht noch das Ganze assoziieren mit irgendeinem Tier. Mit einem Faultier. Was? Dixie-Klo. Ein Faultier? Die trinken Dixie-Klos aus. Dann machen wir so eine blaue Powerbrause mit einem Faultier. Ja, ja. Finde ich gut. Und dann gibt es Geschmack Richtung... Und das Schild. Was kostet denn sowas? Das Schild in so einem ovalen Rahmen drin und hält nochmal eine Dose in der Hand. Ja, und dann gibt es Geschmacksrichtung die Campingfrische. Mhm. Morgenurin. Ja, und Festivalreinheit. Finde ich gut. Ja. So. Gut. Wie viel sind wir denn? Jetzt kannst du mich weitergehen. 462. Es werden immer weniger. Ist auch gutes Wetter, muss man sagen, ne? Das interessiert unsere Zuschauer nicht. Gutes Wetter? Manche. Scheiße, ich bin falsch hier, oder? Sind die alle hochgelaufen? Aber 462 ist doch gar nicht so schlecht, ne? Nee, wir sind international WoW Platz 2. Platz 3? 2. International? WoW international sind wir Platz 2. Wer ist vor uns, der wird gedidost. Moment, ich schau mal. Moment mal, international WoW sind wir Platz 2? Also weltweit von allen... Das sagt mehr über WoW als über uns aus, leider. Ja? Ja, was die Streams betrifft zumindest. Also es guckt keine Sau mehr WoW. Ja, es ist Stream, aber im Moment auch nicht so super viele, weil die ganzen Amis alle noch schlafen. Platz 1 ist natürlich Tauli. Tauli? Ja. Können wir den mal anrufen? Der sitzt irgendwo in Amerika, wenn du seine Nummer hast. Kennst du den? Du kennst doch alle. Ich habe ihn schon mal gesehen beim Stream. Ich hatte noch keinen unmittelbaren Kontakt. Kennt den jemand zufällig von euch? Den kennen bestimmt einige. Powerbrause, wenn Matt allein zu wenig ist. Wir haben schon richtig gute Slogans. Für Powerbrause. Also WoW ist auf dem absteigenden Ast, oder wie sehe ich das hier? Ich weiß nicht, ob der Ast absteigend ist, aber der ist halt zur Zeit nicht sehr hoch. Aber es ist halt auch nicht unbedingt, schätze ich mal, das Spiel, was man extrem gerne im Stream schaut, mal unabhängig davon, ob man das mag oder nicht. Also zumindest verglichen mit der Menge an Spielern, die es noch gibt. Es gibt bestimmt Spiele, die von weniger Leuten gespielt, aber von mehr Leuten geschaut werden. Aha. Und das Einzige, wofür sich die meisten Leute interessieren, wird üblicherweise nie gestreamt, zumindest nie live. Und das ist Progress im Raid. Und das passiert auch sowieso immer nur alle paar Monate mal für ein paar Wochen, wenn es hochkommt. Umso besser ist es ja, dass wir mit unserem Scheiß, den wir hier machen, noch immer noch 400 Leute haben. Ich habe den besten Spruch für Lennart gerade gelesen. Er passt auch zu Lennart. Wenn es mal wieder Lennart dauert. Sehr schön. Das ist geil. Schönes Ding. Wenn es mal wieder Lennart dauert. Das ist ein guter... Von wem ist der Slogan? Von Nevi. Der ist gut, den müssen wir auf ein T-Shirt drucken. So, wer stellt jetzt für uns Powerbrause her? Und wie viele Paletten davon ordern wir? Jochen, hast du da nicht auch einen Kumpel, der das vielleicht irgendwie günstig hat? Was? Wieso? Was? Wie? Der den T-Shirts macht, macht er nicht zufällig auch Brause? Es geht ja noch weiter. Sekunde mal eben. Ich muss hier meinen Freunden helfen. Und diese Powerbrause muss echt so diese Farbe haben, wie auch hier das Wasser im Klo, wenn man diese Klobonbons drin hat. Ja. Aber vielleicht müssen wir auch erstmal einen Feldversuch machen lassen, damit die Leute... 13% Beweglichkeit ist scheiße, brauchen wir nicht, ne? Was? Warum brauchen wir keine Beweglichkeit seit wann? Weniger, 13 weniger. Ach so, weniger. Vermutlich, weil keine drauf war, oder?
So. Echt mal, wir kaufen einfach irgendwo in Polen so einen Billig-Energy-Drink. Wir wollen Qualität. Alles, was wir hier machen, ist Qualität. Wieso wollen wir Qualität? Ich will nur Geld. Leute, wir wollen. Das haben wir. Wir wollen Fortuna Düsseldorf sponsoren, sodass die dann irgendwann in der Bundesliga mit Bayern München mithalten können. Und dafür brauchen wir Powerbrause. Dann kaufen wir auch irgendeinen Rennstall auf. Also so einen Formel-1-Rennstall. Nee. Und dann werde ich Ukyo Katayama wieder Ich würde als sagen, holen. Jetzt sind ja bald werden ja die FIFA-Rechte versteigert wahrscheinlich. Die Rechte an der FIFA? Genau. Mit allen ihren Rechten, die FIFA so hat. Also ja. Und mit Ländern, die werden mitverkauft, habe ich gehört. Ja, Trinidad und so. Und San Marino und sowas. Das sind alle sowieso keine Länder und keiner hat es gemerkt. 200 Länder. Montserrat. Scheiße, wo bin ich denn reingefallen? Ah, hinten geht's raus. Und da könnten wir ja schon mal anfangen zu sammeln. Um die FIFA zu kaufen. Ja, und dann zu reformieren natürlich. Oder? Mhm. Und dann können wir mit Electronic Arts verhandeln, was die neuen Rechte angeht. Und dann geht's mal. Wir können doch auch einfach selber eine FIFA aufmachen. Was hältst du davon? Gar nicht doof. Der Doofe. Wir nennen die FUFE, Fußballföderation. Und wir fangen mit den FUFE. Wir fangen mit den regionalen Clubs hier an. So eins Bündel und so. Die schmieren wir alle. Wieso müssen wir die schmieren? Wir sagen die einfach, wir fragen die einfach, ob die Lust haben, unserer Fußballföderation beizutreten. Nee, und dann fangen wir auch an, Länder zu erfinden. Wir geben ihnen ein Angebot, was sie nicht ablehnen können. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Aus dem Dungeon raus hier, ne? Mhm. Und jetzt nochmal wieder rein, ne? Ich habe eine viel bessere Idee. Oh Gott. Wir machen einfach neue Länder. Ja. So über Landgewinnung. Über Landgewinnung bauen wir neue Länder, besiedeln die. Mhm. Und die werden dann Teil unserer Fußballföderation. So lange, bis wir einfach mehr Länder gebaut haben, als in der FIFA existieren. Wo ist denn noch Platz? Oh, das nehme ich, oder? Das hier. Hast du nicht eine zur Zeit angelegt? Ja, das ist, glaube ich, gut. Ich glaube, du kannst die Quest nur annehmen, oder? Nicht abgeben. Nee, Quest Okay. Steht da. Aber kannst du dir nicht sowieso bei dem Händler eine Hose, eine Erbstückhose kaufen? Wenn er den Ruf hat. Halt, ich weiß nicht, ob sein Gildenruf schon auf wohlwollend ist. Inventar ist voll. Fuck. Wer hätte das kommen sehen? Ach, scheiße. Also Fußballföderation. Ja, aber ich frage mich, wo auf der Welt noch Platz ist. Ja, naja, zwei Drittel der Welt ist noch nicht mit Landmasse bedeckt. Da ist mehr Platz als nicht Platz. Okay. Dann fangen wir vielleicht mit dem Mühlenteich hier an. Ja, zum Beispiel. Dann Lennart morgen mit einer Schippe Sand reinschaufeln. Ja. Also ihr merkt, wir haben so viel vor. Ist das Lennart YouTube? Sollen wir mal gucken? Es gibt da bestimmt auch noch so Pseudo-Länder, die noch nicht Mitglied in der FIFA sind. Ich guck mal eben, ob das Lennart-Tagebuch da ist. Ah, okay. Oder ist das jetzt doof? Nee, ist super. Ja, aber ich zeige erst den Browser, wenn es da ist. YouTube. Muss nicht jeder meine YouPorn-Bookmarks da oben sehen. Deine Favoriten. Hoch, gib mir mal Mach doch mal Caps Lock aus. Ja, da. So. Super Games TV. Oh. Kann ich auch, das ist richtig. Lennarts Tagebuch. Fallout 4 geht Nüsse. Was ist das denn für eine Überschrift? Das ist doch von gestern. Oh, Keller-Tagebuch Teil 15. Vor dem Stream ist nach... Ohne Thumbnail, Lennart. Okay. Sollen wir das uns eben alle reintun hier? Ich glaube, ich habe keinen Ton. Aber mach mal laut. Lass doch die Leute das einfach so gucken, statt dass wir es jetzt gucken. Ich wollte es gerne gucken. Okay. Ich habe nämlich auch keinen Ton. Ist das doof? Nein, mach. Verlieren wir das mit Zuschauern jetzt? Weiß ich nicht. Wir sind jetzt nochmal 466. Okay, ich mach aus, ja? Ja. Jetzt hast du Spannung erzeugt, dass die Leute alle sehen wollen, was da passiert. Aber ich habe keinen Ton. Ich auch nicht. Der hat keinen Ton rausgerechnet. Doch, hat er. Das Problem hatten wir letztes Mal auch. Echt? Ja, er kennt nur den Spielesound gerade von dem. Ach so. Also sieht schon mal super aus. Ihr könnt ja mal ein bisschen Puder benutzen, ne? Also die Stirn glänzt schon ein bisschen. Naja, gut.
dann wissen wir ja, es ist da. Gehen wir wieder zurück ins Spiel. So. Du bist schon wieder im Dings. Ah, okay. Aber in dem Levelbereich, welchen Level hast du jetzt? 56? Die oh, bald geht's nach Höllenfeuer-Halbinsel. Welch Freude. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, deine Gruppe kämpft da doch gerade, oder? Wo? Ja, und zwar geradeaus und dann rechts. Fall da nicht runter. Ach, du hast einen Disconnect. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.